Ich begrüße sehr herzlich Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesrepublik Deutschland für die NSU-Terroristenopfer. Das, was dort heute stattfinden wird, was haben Sie da für Hoffnung an den Bundespräsidenten vielleicht auch zu richten? Natürlich erwarte ich, dass er, und das wird er machen, ganz offen ist, auch nachfragt, viel zuhört, damit die Menschen wirklich wahrgenommen werden. Das ist das Entscheidende für sie. Und ich bin überzeugt, dass Joachim Gauck das sehr gut meistern wird. Er hat viel Erfahrung darin. Die meisten Angehörigen freuen sich auf diese Begegnung. Das ist auch ihre Art, das zu verarbeiten. Sie sind ja ein Jahrzehnt lang als die nicht als die unschuldig Geschädigten wahrgenommen. Und dass sie jetzt tatsächlich in der Öffentlichkeit dastehen als diejenigen, die damals Opfer geworden sind und es immer noch sind, das ist eine gute Erfahrung. Ja, also das hat man ja nun mittlerweile verstanden, dass es mit der Darstellung eines Opfers ein bisschen schwer war am Anfang, vor allen Dingen, dass ja auch die Behörden, vor allen Dingen diejenigen, nicht nur kontrolliert und überwacht und verhört haben, sondern auch teilweise wirklich schon fast überfallen haben mit ihren Ermittlungsmethoden. Dass sich da etwas tut, das ist ja immer die ganze Zeit die Kritik gewesen und auch die Aufforderung an die Behörden, an die Verbände, an die Regierung. Wie viel hat sich denn bisher getan? Ja, das haben wir ja alle nun wahrgenommen, an sich täglich in den Zeitungen, wie die Behörden gemauert haben. Ich war oft im Untersuchungsausschuss, aber alle Protokolle geben eigentlich immer dasselbe her. Wir haben zur damaligen Zeit alles richtig gemacht. Das ist die Einlassung der meisten Behörden und das ist so unverständlich. Warum kann niemand sagen, wir haben versagt? Wie konnte uns das passieren? Wir müssen sehr vieles ändern. Das muss eigentlich die Aussage sein. Und es sind ja nicht nur die Opfer verstört, sondern ich denke, die ganze Republik ist verstört, dass 18 Bundesverfassungsämter, Tausende von Bundespolizisten und von Landespolizisten, die damals sich bemüht haben, aber offensichtlich desinteressiert waren oder aber vorurteilslastig gehandelt haben, nicht an die damaligen Täter herangekommen sind. Ja, das eine ist ja im Grunde genommen das, was das Zurückliegende betrifft. Also das heißt die Aufklärung der Dinge, die da schiefgegangen sind. Das andere ist der Umgang mit den Opfern. Nun haben wir gelernt, in der Vergangenheit gab es da schon Probleme. Es gibt auch aktuell Probleme und die wird es wahrscheinlich in Zukunft geben. Oder glauben Sie, dass nach diesem Gespräch heute und auch demnächst mit der Bundeskanzlerin sich deutlich etwas ändern wird? Also das geht doch nicht schlagartig. Wenn Sie eine solche Erfahrung gemacht haben, erst wird Ihr Angehöriger ermordet, dann werden Sie jahrelang, ja ein Jahrzehnt lang allein gelassen. Sie werden verdächtigt, mit in diesen Milieus tätig gewesen zu sein, die nun diese Verbrechen begangen haben. Und dann kommen die Behörden und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Also da kann man doch verstehen, dass es da gärt und dass sehr kritische Fragen gestellt werden. Nein, ich glaube, dass wir diese schlimmste Mordserie nach dem RAF-Terrorismus nicht so schnell abhaken dürfen, weil wir für uns selber lernen müssen. Also eine Gesellschaft ist nur so gut und nicht besser als ihre Bürger. Und wir haben es alle in der Hand, dass das Zusammenleben auch im Alltag, auch in den kleinsten Handlungen, Bemerkungen, wie man über andere spricht, dass das ganz entscheidend ist. Und wir müssen aus diesen Vorfällen lernen, dass das Land sich ändern muss. Ändern muss es vielleicht auch manches umgehen mit den Hinterbliebenen, dass zum Beispiel Opferhilfe nicht mehr zur Zahlrechnung verrechnet werden und dergleichen. Nun gibt es heute nicht nur Teilnehmer, sondern auch Fernbleibende. Was halten Sie davon, dass man da mit diesem Fernbleiben darauf aufmerksam macht, dass nicht nur geredet wird, denn geredet wurde schon sehr viel, sondern dass tatsächlich strikt und stringent gehandelt wird? Ja, das ist auch eine Form der Kritik und des Protestes, dieses Empörtsein, dass eigentlich in diesem ganzen Jahr, was die
den Untersuchungsausschuss, der eine fantastische Arbeit leistet, dass da nicht mehr rausgekommen ist, dass die Behörden sich so zurückziehen, dass sie sich eigentlich selber schützen und nicht bekennen, dass sie sich ganz anders verhalten müssen. Es ist eine Form des Protests, jeder wird anders damit fertig. Die Familien, die da sind, werden das sicher auch dem Bundespräsidenten sagen. Die Familien, die ferngeblieben sind, haben es auf ihre Art und Weise gesagt. Aber wir merken daraus, da gibt es bei den Opfern sehr viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Nun beginnt der Prozess in München, wohl am 17. April. Auch da werden die Opfer und Hinterbliebenen anwesend sein. Auch da muss viel für sie geleistet werden. Barbara John, Ombudsfrau der Bundesregierung für die NSU-Mordopfer. Dankeschön, dass Sie für uns im Studio waren.